Macht. Ich sag es euch, nehmt euch in Acht. Wer hier so schreit und skandaliert, wird höchstpersönlich arretiert. Zwar sonst kein Wütrich nicht, doch solch Spektakel schickt sich nicht. Ich fühle gleich fast väterlich und brüderlich und schwesterlich. Und gegen Damen namentlich bin ich nicht unabänderlich. Doch müsst ihr sanft erst bitten schön, dann wollen wir schon sehen. Seh ich auch oft recht grausam aus. Mein Herz ist nicht von Marmorsteine. So lasst die Herren Verbrecher raus von dem Rofönefe und Neine. Ruhe, sag ich. Ruhe still. Die Sachen, die ihr mitgebracht, die werden registriert. Und was dabei verdächtig scheint, wird dankend konfisziert. Wird dankend konfisziert. Lass sehen, was ihr gebracht. Für einen Mann vier Flaschen Wein, das könnte schädlich sein. Denn der Schrei, hey, ihr mich nee, das macht ja machen weh. Wird gleich notiert und registriert und höflichst dankend konfisziert. Wird gleich notiert und registriert und höflichst dankend konfisziert. Ihr Weiblein hüpft verdächtig und nicht gleich resoniert. Ich habe es euch gesagt, alles was nur verdächtig, wird gleich notiert und registriert und höflichst dankend konfisziert. Also was haben wir denn da für schöne Sachen? Nicht erlaubt. Laut unserem und eurem guten König August dem Zweiten. So. Die Affäre von gestern Abend. Offiziere, eine Kontrolle etwa, käme mir sehr ungelesen. Melde Gehorsam, Zitadelle Krakau, belegt mit einem Gefängniswärter, zwei Aushilfen, 30 lebende Gefangenen, einem Abgängigen wegen gelungenen Fluchtversuchs. Oberstleutnant doch schon hier? Wahrscheinlich doch schon hier? Der Gouverneur will er etwa persönlich kontrollieren? Wir befahlen uns, ihn hier zu warten. Also, das ist sehr, das können wir also um Gottes Willen einfach Bipsch noch mal. Piffke, Puffke, wascht euch! Ihr riecht wie Sockenhalter! Also, sowas habe ich ja noch nicht erlebt. Also, und ihr, was macht denn ihr da? Wollt ihr gleich in eure Löcher? Raus, sag's, raus! Und ihr kommt morgen wieder. Gut, verdiene mich nochmal. Also sowas. Entschuldigung. Was wollten der Herr Oberst schon so früh? Was will der Oberst? Was will er? Die Affäre von gestern Abend. Welche Affäre? Auf dem Ball beim Fürsten Filinski. Ja, und?
Oberst Ollendorf kam mit Gräfin Nowalska und ihren beiden Töchtern auf den Ball. Die Gräfin soll ja so vornehm sein, dass sie sich einen eigenen Ja-Sager leisten. Ja, ihr Onifri ist ihr liebster Besitz. Nein. Und ihr einziger. Der gute Onifri ist Kammerdiener, Stubenmädchen, Koch und Kellner, Zofe, Gärtner, Leibwächter in einer Person. Oberst Ollendorf soll der älteren Komtesse heftig den Hof machen. Der schönen Laura ganz recht. Nach dem Souper führte er die Angebetete zum Tanz und vergaß sich so weit, die stolze Polin auf die linke Schulter zu küssen. Nein, das ist stark. Das war Entschuldigung. Ja, und was geschah? 33 Schock sächsische Kommissschuhnägel. Heiliges Kanonenrohr, Frau Merkel, das noch einmal. Das, meine Herren, soll Ihnen der Herr Oberst lieber selbst erzählen. Gegen schöneres Geschlecht, Herzenbuchel und Charmant sein, spielen den Ergeben gemächt. Einen Helden in den Tummel wie im Sand, wenn jeder kennt, den Volönen und Poson, nur eine größte Achtung nett, der Trupp unter der Feinste an der Elbe Siegerrang, der der Grotmo haut und kurzen alle Feinde niederzwang. Ha! Geschlagen, überall Hof verehrt, durft ein Pfeif zu schlagen wagen, der Gedanke mich empört. Die Erinnerung macht mich beben, mich so täglich zu insultieren, doch soll sie etwas von mir erleben, eine gar so fürchterlich, warum ich so schwer gewüsst. Ich war Siegerhör auf die Schulter geküsst, ah, ich hab Siegerhör. Den Patsch verspürt, mit dem Fächer ins Gesicht. Heiliges Kanonenrohr, noch einmal! Hier ist Mörder zum Pfanzig, aber so etwas noch nicht, aber so etwas noch nicht. Hier ist Mörder zum Pfanzig, aber so etwas, etwas, sowas nicht. Diese Art stolze Dame war beleidigt durch den Kuss, während das doch nur Reklame ihren Reizen machen muss. Wenn man sonst mich insultiert, recht ich's immer blutig schnell, Arm und Beine amputiert, ich wollt 20 im Duell. Heilwüte, schäume Rase, dürste nach Satisfaktion, und ich schwör's bei dieser Nase, sie bekommt noch ihren Lohn. Schnitt ich nicht zu zeigen, wie mir zumut, nahm es spaßhaft zwar, doch im Innern litt ich, mir war gar nicht gut. Es war, wenn den Grund man hört, nicht der Rede wird, was ihr widerfahren ist. Oh. Auf die Schulter geküsst.
Komtesse lauert hier. Äußerlich lächelte ich, innerlich aber kochte ich. Was denn Gutes? Rache kochte ich. Ich hätte ihr vielleicht verziehen, wenn dieser Brief nicht wäre. Welcher Brief? Dieser Brief, den ich abgefangen habe. Abgefangen? Jawohl, Herr von Richthofen. Im Krieg ist jedes Mittel heilig. Hört und kocht mit mir. Liebe Anuschka, schreibt die Gräfin Nowalska an ihre Schwester in Warschau. Deine Frage, ob Oberst Ollendorf ein Gemahl für unsere Laura wäre, amüsiert uns. Wie kannst du glauben, dass ich diesem unadeligen Krautjunker, diesem unverschämten Aufschneider, je die Perle unserer Familie zum Weibe geben würde? Eine Laura muss einen Polen heiraten. Und jeder, der nicht wenigstens ein Fürst ist, wird abgewiesen. Ollendorf, sowie alle Offiziere der sächsischen Soldateska sind nicht als eine Horde nach dem Stall duftender gemeiner Reitersknechte. Das ist Ruhe, meine Herren. Ich habe unsere Rache. Gleich sollt ihr sehen. Da ist was im Busche. Jeder Kerkermeister. Endlich, mein guter Sohn. Ja, Herr Gouverneur, also das haut mich ein paar lassen Socken. Also wie viele Arrestanten sind in der Zitadelle? Ein Stück 30 sind Bullen. Lauter? Bullen! Lauter? Bullen! Lauter? Lauter geht's nicht mehr. Endlich, ob's lauter Bullen sind? Lauter Bullen sind Bullen. Hat er nicht unter Ihnen einen hübschen, eleganten Jungen? Außer mir? Noch zwei. Zwei? Nee, zwei. Zwei ist die Mehrzahl. Ja, also, es sind Studenten. Immer lustig, guter Laune, pfiffische Kerle. Also, her mit ihnen. Ne? Der Herr mit ihnen, ja. Her mit ihnen, holen Sie! Also, zuvor, nur klar. Begreift ihr? Von den beiden suchen wir uns einen aus. Staffieren ihn heraus und präsentieren Komtesse Laura diesen Verbrecher als polnischen Fürsten von unseren Gnaden. Das ist hart. Eine famose Intrige. Sehr raffiniert. Und wenn sie nicht anbeißt? Sie wird anbeißen, Herr von Richthofen, denn die Familie ist total bankrott. Hat einer von euch zufällig 10.000 Taler Weisen? Wo bleiben die Burschen? Die Welt hat das genialste Streben, nur miserabel stets gewohnt. Wer immer Pech gehabt im Leben, wird endlich die Geschichte wund. Mein Geld, das brachte ich durchaus festen, viel gläubiger ließ ich im Stich. Verloren hab ich Rock und Weste, verloren hab manch Liebchen ich. Ich ließ die Gläubiger im Stich, verloren hab manch Liebchen ich. Doch eines ich noch nicht verlor, den Humor noch bleibt sehr Humor und Reu ist alle Spielerei. Und Fliegelei, und Frömmelei, Verräterei. Ob Gaukelei mit Beutelei, ob Prahlerei, ob Schlemmerei. Ob Prahlerei mit Beutelei, ob Schwäberei, ob Rauferei. Auf Salz dem Chaos bricht der Humor an sie so. Wie liegt der Sonne stark, der volle Gattung. Um einerlei, wo immer es sei, bleibt der Humor uns treu, so sind wir stehen.
seid ihr? Zwei Studios. Zwei Studenten. Also der eine sitzt bald 8 Tage und der andere schon bald ein Jahr. Du, warum sitzt du? Das will ich dir sagen. Dir? Du wagst es, mich zu duzen? Ich duze jeden, der mich duzt. Ich bin der Gouverneur Ollendorf. Hab schon größere Zwerge gesehen. Gefällt mir! Also gut, warum sitzen Sie? Ich bin leidenschaftlicher Jäger, hab aber leider kein Revier. Das ist ein Wilddieb! Ich denke, er ist Student. Also, ja, ein Bettelstudent. Und er, warum sitzt er? Das will ich Ihnen gerne sagen. Kerl, ehrt mich! Ich ehrze jeden, der mich ehrt. Der kommt aus dem Erzgebirge! Also, das ist ein politischer Dilettant oder so. Aha. Wohl einer von der Partei König Stanislaus. Jawohl. Ich hasse August, den angeblich so starken. Herr, mäßigen Sie sich! Also, nehmen Sie es ihm nicht so übel, er ist sonst ein guter Kerl. Einer von euch beiden kann binnen einer Stunde frei sein. Frei? Unter welcher Bedingung? Er muss heiraten. Heiraten? Also ich denke, der soll frei sein. Entere! Nun, meine Herren, so schlimm ist nur auch wieder nicht. Ja? Also ich niemals. Und Sie? Welche Frau will schon einen Bettelstudenten? Nicht als Bettelstudenten soll sie sie nehmen, sondern als glänzenden Kavalier. Mit Geld. Viel Geld. 10.000 Taler. Nehmen Sie mich, ich mach's für die Hälfte. Entere! 10.000 Taler. Und die Freiheit. Aber kennenlernen, Hof machen, heiraten, Schwamm drüber. Ich nehme an. Simon, was tust du? Herr Oberst, da wir uns einig sind, wo ist der Haken? Kein Haken. Es handelt sich um eine kleine Wette. Ab heute sind Sie Fürst Wibitzki. Wibitzki? Der reiche Fürst Wibitzki? Als der wird er auftreten. Gehen wir durch Locht. Kommen Sie, meine Herren. Was? Halt! Als Fürst bedarf ich eines Sekretärs. Du, da wäre ich auch nur frei. Dieser soll mein Adjutant sein. Der politische Querulant? Oberst, ein Rebell wäre nicht ratsam. Lauschangriff starten. Jawohl, Lauschangriff! 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 Rasterfahndung! Wäre doch nicht der Erste hier in der Gegend. Gut. Ja. Auch er sei frei. Aber ihr schwört mir, dass ihr mit niemandem über die Sache redet. Und wie wir schwören. So, schöne Laura, dein Fürst ist gefunden. Die Rache kann beginnen. Aus solchem Gas bricht der Ton ein Sitte gefroh. In echter Sonne spaltet der Volle Wettbewerb. Und beiderlei, und immer sei, und immer sei, der Gelder und uns bleibt, so sind wir stets dabei. Thank you.
Gestern versetzt. Also diese Luft erstickt mich. Aber Laura, auf einer Messe muss es doch Waren geben und Kaufleute. Ja. Aber wenigstens parfümierte Kaufleute. Oh. Wie hasse ich dieses feilschende, gewinnsüchtige, niedrige Volk. Gehen wir, Mama, gehen wir? Nur noch einen Moment, mein Kind. Die Leute sollen doch glauben, dass wir Einkäufe machen. Dass wir uns noch etwas leisten können. Ja. Nun gut, aber schnell, schnell. Onofri, das ja, schnell, liebste, bitte. Danke. Darf ich die Damen in mein bescheidenes Gasthaus bitten? Oh, no, no. Oh, bitte, Mama. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal etwas gegessen habe. Wie heißt doch diese Knallenfrucht? Die hätte ich gern bestellt. Kommt direkt aus Amerika und kostet wenig Geld. Kartoffel mit ein wenig Salz ist besser als die Welt. Dann zwei, drei Glas Bier dazu, die trink ich ganz diskret. Doch wegen leerer Kassen gestreng Mama befühlt. Ihr achtet heut auf Teilen, vergessen Abitur. Ihr achtet heut auf Teilen, vergessen. Was hat seine Küche zu bieten? Beinfleisch mit Fisolen. Oh. Filet de bœuf avec haricots verts. Oh mon Dieu! Vous êtes miroir de cholestérol. Wollen Sie unseren Geschmack beleidigen? Ah. Ragout fin de brambouri avec pommes de terre. Pardon? Hachère de kiffler. Pardon? Erdäpfelgulasch. Erdäpfelgulasch. Ja. Nein, Kinder, ich bitte euch, kommt schnell, wir gehen. Schrecklich. Die können sich nicht mal Erdäpfel leisten. Ich sage euch, meine Damen, wenn wir nicht bald reiche Männer bekommen, verhungern wir noch. Na ja, Kinder. Ah, meine Damen, welch glückliche Begegnung. Ich bin entzückt, Sie zu sehen. Herr Gouverneur, höchst erfreut. Hat meine schöne Feindin wohl geruht? Geruht wie ein Feldherr, der seinen Gegner am Vorabend geschlagen. Besser eine Schlacht verlieren als den ganzen Krieg. Es ist doch unglaublich, was man hier so alles erleben kann. Wie anders ist doch in Warschau, Dresden. Ha, und erst in Paris, ja. London. Sie waren dort, Herr Cornet. Nein, Comtesse, aber ich bin noch ganz voll von dem, was mir ein Freund, der eben von dort kommt, über das Leben in Paris und London mitteilte. Ja, und wie pikant weiß er es zu erzählen über Amerika. Amerika! Ja, für einen so jungen Mann hat er wunderbare Reisen gemacht. Dein Freund. Darf man vielleicht erfahren, wer dieser Freund ist? Oh, gewiss. Es ist Fürst Wibitzki. Fürst Wibitzki. Der schöne Fürst Wibitzki. Genau der. Kinder, Fürst Wibitzki, der Krösus, der Hunderttausende in einer Woche verschwendet. Er ist seit gestern hier. Oh, wie charmant. Ein reizender Kavalier, schön, jung, vornehm. Und immens reich. Ach, wenn er doch nur sein Ziel erreichte und hier in Krakau bliebe. Was für ein Ziel? Er hat mit uns gewettet, binnen 8 Tagen verheiratet sein zu wollen. Verheiratet? Ja.
ja, als wenn das so einfach wäre. Aber das Komische an der Sache ist, dass er partout eine Krakauerin heiraten will. Ja. Oh, ich finde daran gar nichts Komisches. Ich schon. Eine Krakauerin? Oh, nur früh, das Taschenkind. Ja, er will seiner Braut 5 Millionen Taler verschreiben. 5 Millionen? Ohne Friedas Taschentuch. Oh, da ist er hierher, oh, mein Fürst. Schlecht. 5 Millionen. Aha. Oh, da ist der Fürst wie mit seinem Sekretär. Er ist wie man versichert, siebenfacher Millionär. Vielleicht auch etwas mehr. Da kommt der Fürst wie mit seinem Sekretär. Der Morgen fällt mir sehr. Ist 10 Millionen schwer. Vielleicht auch etwas mehr. Da scheint mir pure Post ein Moller. Der schmucke Sekretär gefällt mir fast noch mehr. Wer hier, mein Fürst, hierher, das ist die Schande hier. Famos, famos auf dir. Da ist der Fürst nie mit mir, mit seinem Sekretär, den ich hier vorzustellen. Mir gebe jetzt die Ehre, die Gräfin an der Halskar. Es ist mir eine ich bin der Fürst Wiebitzki und dies mein Sekretär. Es ist uns eine Ehre, es ist uns eine Ehre. Bravo, bravo, es geht ganz famos, das Spiel elegant. Ja, bald ist getan, es greift unser Rattler. Ich
in die Figur. Von allem Reizenden ein bisschen, doch immer grad das Beste. Sie borgt sogar von der Mongolin etwas pikante Zollstock trügen kann. Wie wär's, wenn wir das junge Glück alleine ließen? Famose Idee, ziehen wir uns zurück. Na, Bronislava, das wäre ein Mann für deine Schwester. Ja, aber mir gefällt der Sekretär viel besser als der Fürst. Gut so, mein Kind. Wem nicht? Sie fürchten sich vor mir, Comtesse? Fürchten? Ich würde es nie wagen, eine so bezaubernde Frau zu nahe zu treten. Oh, Schmeichler. Um die Wahrheit zu sagen, Sie sehen und lieben war eines. Lieben? Also ungläubig? Nun, mein Fürst, etwas hat mich sehr rasch für Sie eingenommen. Endlich wieder einmal ein Edelmann, der unseres Umganges würdig ist. Comtesse, in meinen Entschlüssen bin ich schnell. Werden Sie die meine? Die Ihre? Oh, mein Fürst! Die meine. Die meine fürs ganze Leben. Hat ihn schon, oh Laura! Thank you.
Alles für köstliche Sachen zu essen bekommen. Ui, 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 ui. Und ich? Ich bin bis über beide Ohren in den Sekretär des Fürsten verliebt. Wer nicht? Wer noch? Der Sekretär. Lassen Sie uns bitte jetzt allein. Auf Wiedersehen. Schöner, grausamer Sekretär. Noch ist Pol nicht verloren. Sie wünschen? Ich werde, wollte nur... Was? Ihnen sagen, Comtesse, dass Sie hinreißend aussehen. Ei, wie galant. Diese strahlenden Augen, diese Lippen. Oh, ich weiß, ich weiß. Alle Welt sagt das. Wenn man dann aber erfährt, dass ich nichts habe, kein Geld, dann... Ich habe ja auch nichts. Und deshalb können wir... Was denn? Heiraten. Wirklich? Durch diesen Kuss sei unser Bund geweiht für alle Zeit. Festgefasst ist mein Entschluss. Oh, schweigt, ich ging zu weit. Wie wird es sein? Still. Die Blumen werden's verraten mit denen
Schimmer verschwiegene Botschaft oft, durch sie soll kein Verrat entstehen. Wusst ich kaum, wie kommt's geschehen? Katzenjammer. Laura liebt mich. Na, es gibt schlimmeren Katzenjammer. Sie glaubt aber, den Fürsten Wibitzki zu lieben. Ach, und deshalb willst du sie nicht unter falschen Voraussetzungen heiraten? Richtig, ich muss wortbrüchig werden und gestehe Laura die ganze Wahrheit. Dann wird diese Legende von Millionär rasch enden. Und der Bettelstudent führt sein nutzloses Leben weiter wie vorher. Sei vernünftig, Simon. Hör zu, ich bin kein Student, sondern Soldat und diene Stanislaus. Unserem König? Jawohl. Sein Neffe, Herzog Adam, weilt inkognito seit einigen Wochen hier, um gemeinsam mit mir den Aufstand gegen die Sachsen vorzubereiten. Wir brauchen nur noch etwas Geld, 200.000 Gulden. Dann schlagen wir los. Dazu brauchen wir auch dich. Alles für Polen. Wladislaw! Comtesse? Ja, aber warum so distanziert heute? Die Verehrung... Die Achtung, die ich... Von jetzt ab will ich nur von Liebe hören. Ich muss reden. Ich muss Mut. Ich will dich lieben. Ein Leben lang. Gott. Diese Augen. Wenn ich nur reden könnte. Soll ich reden? Darf ich schweigen? Ach, ich bin ganz außer mir. Doch ich muss jetzt Mut dir zeigen. Wie soll ich's nur sagen? Welch ein Seufzer, bang und schwer. Redet doch, was ist geschehen? Wenn sie doch so hübsch nicht wär, ach, dann wird es leichter gehen.
sehen, ach, dann wird es leichter gehen, ja. Ihr habt etwas zu beschreiben, ja, das sieht nicht so sanft und doch ich muss nicht vor ihr zeigen, wie soll ich wohl sagen? Und ich möchte etwas fragen, die stehen kann. Ich setz
bin ich feige. Aber wenn mir Laura so kommt, kann ich nicht sprechen. Ich kann ihr doch unmöglich sagen, pardon, Frau Gräfin, aber ich bin leider kein Fürst, kein Millionär, sondern ein Bettelstudent. Wie? Sie wollen es nicht glauben? Ich gebe es Ihnen Schrift. Schriftlich? Schriftlich, natürlich, ich gebe es ihr schriftlich. So mache ich es. Dann wird sie es glauben müssen. 33 Schock sächsische Kommissionsregel. Heiliges Kanonenrohr, Frau Merkel, das noch einmal. Was erzählt mir da Ihr Sekretär? Sie wollen den Damen alles entdecken? Ich habe diese verlogene Komödie satt. Und Ihr Ehrenwort? Und unsere Wette? Mein Geld? Mein Geld ist futsch. Das war unglaublich. Ich frage nur, wie viel? Herr Oberst, Ihr Geld interessiert mich nicht. Ich liebe Laura. Und sie liebt mich. Ihre Liebe interessiert mich nicht. Sie muss die Wahrheit wissen. Onofri, Onofri, ein Wunder ist geschehen. Wir sind wieder reich. Verdammt, der Brief wird konfisziert. Konfisziert. Onofri, Laura wird Fürstin Wibitzki. Na ja, dann darf Bronislava auch ihren Sekretär haben. Madame, der Fürst. Mein Fürst. Madame. Meine Herren. Madame. Herzlich willkommen. Ganz Krakau ist versammelt. Man will Sie sehen und Sie beglückwünschen. Ganz recht. Doch vorher muss Comtesse Laura noch diesen Brief lesen. Einen Brief? Die Morgengabe betreffend. Die Morgengabe. Ich verstehe. Ich darf Sie bitten, ihn Laura persönlich zu übergeben. Aber gerne. Gnädigste Gräfin, Sie wollen wirklich diesen Brief Comtesse Laura übergeben? Na ja, ein so schwerwiegendes Dokument. Sie wollen durch die profane Geldfrage einen feierlichen Akt entweihen. Wieso? Unser Freund, der Fürst, er las uns den Brief vor. Ja, ja, er spricht von der Mitgift. Gott sei Dank. Ziffern, nichts als langweilige Ziffern. Ziffern. Die Nullen können wir dann später kontrollieren. Meine Herren, Sie haben recht. Laura soll diesen Brief erst morgen lesen. Gelungen. Konfisziert. Begraben. Onofri? Ja. Ich habe schon immer daran geglaubt, dass Laura uns einmal glücklich machen wird. Und der Glaube kann Berge versetzen. So ist es. Im Versetzen war diese Dame immer groß. Ja.
Später, Oberst. Ich darf bei der Hochzeit nicht fehlen. Sie bleiben! Ich habe soeben aus Warschau eine dringende Depesche erhalten. Und was geht mich das an? Die Depesche beschäftigt sich mit Ihnen. Mit mir. Mit Jan Janicki, dem Studenten. Oder besser gesagt, mit dem Grafen Opalinski. Feldhauptmann des Königs Stanislaus. Mann. Hat sie gut unterrichtet. Der Kriegsminister schreibt mir, Sie wissen, wo sich Herzog Adam in Krakau verborgen hält. Graf Opalinski, ich habe Mittel, Sie zum Sprechen zu bringen. Aber das ist gegen meine Natur. Ich frage nur, wie viel? Ich biete 50.000 Gulden. 100.000! Ich bin nicht bestechlich. 150.000! Zum Ersten! Zum Zweiten! Wenn Sie glauben, dass ich für 150.000 Gulden meine Ehre und mein Gewissen aufs Spiel setze, dann keine haben Sie sich aber... Phrasen! Gut! Ihr Herzog ist Ihnen sehr lieb und mir sehr teuer. Also gut, ich zahle 200.000. 200.000 Gulden? Genau die Summe, die wir brauchen. Also... Eingeschlagen? Eingeschlagen. Nach dem Fest liefere ich Ihnen den Herzog. Aber wenn Sie mich betrügen... Gehört mein Kopf Ihnen. Ihr Kopf ist keine 200.000 wert. Mir schon. Da hat er recht. Schwamm drüber. Für einen Diplomaten meiner Kategorie gibt es zwei unfehlbare Schlagwörter, die auf jede Situation passen. Wie viel und Schwamm drüber. Lernt von den Diplomaten, dann seid ihr gut beraten, dass keiner sich lanciert, weil Geld die Welt regiert. Wie viel darf nicht genieren, man muss es ausprobieren. Ist mir mal einer über, Schwamm drüber, Schwamm drüber. Es fehlt dem Frauenzimmer der Sinn fürs Höhere immer. Ich hab doch 20 Orden, bin Gouverneur geworden. Respekt vor meinem Namen, doch leider ist den Damen der jüngste Leutnant lieber, Schwamm drüber, Schwamm drüber. Man hatte seine Qualen mit Staats- und Euro-Wahlen. Jetzt merken die Erneuerer, dass alles fast noch teurer. Nur Schlagobers ist billiger, das macht die Wähler williger. Es geht uns doch nichts darüber, Schlag drüber, Schlag drüber. Verona, Salzburg, Bregenz.
die hohen Künste pflegend, doch liegst beim Wein du lieber im Operettenfieber, dann wirst du zum Entdecker, gleich hinter Russ liegt Mekka! Und jeder freut sich drüber, schwärmt drüber, schwärmt drüber! Der Hauptkuh kommt erst, ihr werdet mit mir zufrieden sein. Ja. Meine Herren, der Hochzeitszug halt um Würde Adel. Für den Kollegen, der soeben
sein Glück gemacht, ganz schauderhaft. Soll dies Bouquet ich übergeben im Namen der Genossenschaft. Heide, heide, ho, sind wir auch nicht hin und her. Heide, heide, ho, das hat uns noch nicht geniert. Als dem Simon ist der Weltstudent, der Vagabund, den jeder kennt. Gott hab uns schon, wie lange im Rennen, ein böses. Irgend mir nur ein Wort der Wahrheit gegiere, ob schon mit großem Schmerz, dass dieser Fürst Bibinski nur ein kleiner Scherz. Kleiner Scherz. Die schönen Kleider sind geborgt, das Geld von mir besorgt, damit der Allhut ausstaffiert, bei Namen rüsiert. Bei Namen rüsiert. Hier hab ich nicht gewohnt. Ehrt, verspottet diese blöde Menge mit ihrer Entrüstung darüber, dass ich kein Millionär bin. Aber ich werde. Simon! Lass mich! Simon! Ich weiß jetzt, wie du dich an Ollendorf rächen kannst. Wie? Hör zu. Ich habe Ollendorf versprochen, ihm gegen 200.000 Gulden heute Abend noch Herzog Adam auszuliefern. Bist du wahnsinnig? Nur eine Kriegslist. Mit diesem Geld können wir die Zitadelle in unseren Besitz bringen und Herzog Adam kann Krakau befreien. Vorher allerdings müssen wir erst Ollendorf täuschen und ihm statt des wirklichen Herzogs einen Strohmann ausliefern. Einen Strohmann? Dich. Stehst du zu uns? Ja. Auch wenn es sich den Kopf kosten kann? Sonst nichts. Auf einen Kopf mehr oder weniger kommt es ja nicht mehr an. Bravo! Hier, diese Brieftasche mit des Herzogs Papieren stecke zu dir und behaupte, was immer auch geschehen mag, es seien deine. Verlasse dich auf mich. Polen braucht einen Bettelstudent. Musik.
kein Geld, bin vogelfrei, will aber nicht verzagen. Der Jugend leichtsinn steh mir bei, mein Schicksal zu ertragen. Wenn ich schon Trübsal blasen soll, tu ich's in bester Laune. Ich blase stets in solchem Fall Trompete, nicht Posaune. Trotz allem Pech ein lustig Lied, so Schicksal hau nun zu, wir wollen sehen, wer früher wird, ich oder du. Trotz allem Pech ein lustig Lied, so Schicksal hau nun zu, wir wollen sehen, wer früher wird, ich oder du. Hurra, den Eichzin, liebe Hof, trotz Sorgen schwerem Herzen, soll man nicht leicht den Mut verlieren, soll mit dem kein Kredit, kein Geld, es ist zum Teufel holen. Der Freund, der sagt mir, sei ein Held und rette mit mir Polen. Trotz allem Pech, ein Musterwitz, so Schicksal hau nur zu. Wir wollen sehen, wer früher geht, ich oder du. Wir wollen sehen, wer früher geht, ich oder du. Sächsische Kommissschuhnägel, heiliges Kanonenrohr, vermagelt es noch einmal. Comtesse Laura ist über beide Ohren in den Bettelstudenten verliebt und fest überzeugt, dass Simon, ein Mann von solcher Noblesse, solchem natürlichen Adel... Herr Gouverneur, ich komme Ihnen mein Wort einzulösen. Herzog Adam wird in einer halben Stunde in Ihrer Gewalt sein. Also her mit ihm. Und mein Geld? Erst den Adam, dann das Geld. Umgekehrt. Gut, ich zahle voraus. Aber dann müssen Sie mir den Herzog ein bisschen billiger überlassen. 200.000 Gulden, fester Preis. Kleinlicher Mensch. Also gut, hier und schwamm drüber. Aber Vertrauen gegen Vertrauen. Bitte? Sagen Sie, mein lieber Opalinski, wer ist denn eigentlich dieser Simon Rimanowitsch? Nun, ein Bettelstudent. Keine Wickelzüge. Ich sage, er ist etwas anderes, als wofür er sich ausgibt. Wirklich? Mich täuscht man nicht so leicht. Also frisch heraus, wer ist es? Ja, ich kann Ihnen nur so viel sagen, dass Sie es in einer halben Stunde wissen werden. In einer halben Stunde will er mir auch den Herzog übergeben. Ein Lichtstrahl. Nicht möglich. Er ist von hoher Abkunft. Ja, sollten Herr Oberst mit seinem Scharfsinn schon irgendetwas gemerkt haben. Sein Auftreten, die Leichtigkeit, mit der er das Geld beim Fenster hinauswirft. Er ist der Herzog. Der Herzog? Das habe ich nicht gesagt. Aber ich habe es gesagt und lasse ihn auf der Stelle verhaften. Keine Übereilung, Herr Oberst. Ihr Ehrenwort, dass Sie vor einer halben Stunde keinen entscheidenden Schritt unternehmen werden. Gut. Ja, aber warum? Warum? Ja, ich muss erst noch des Herzogs Anhänger auf eine falsche Fährte locken. Anhänger? Gegen 2000 Mann. Wohl bewaffnet. Schau, davon weiß ich ja gar nichts. Natürlich nicht. Sie sind ja der Gouverneur. Ja, wieso? Ja, das weiß ich auch nicht, aber da fragen Sie doch am besten den, der Sie dazu gemacht hat. Verfluchter Kerl! Schwamm drüber. Herr, das ist mein Schwamm. Herr Oberst! Still, man kommt! Da steht der Patron. Aha, dort kommen Sie schon. Schweigen, die Verachtung zu bezeugen, dieser Heuchler, dieser Wicht. Oh, Bagage, dich nicht. Momentan muss man noch schweigen und die Ehrfurcht zu bezeigen, die Herr Herzog heißt die Pflicht. Welch ein Unsinn, rühr dich nicht, rühr dich nicht. Man ist auferstehen.
Thank you.
mächtig's Wort die düstren Wolken fort und glänzend strahlend bricht der Morgen sichtlich hervor wie Lichter Sonne standen vor der Göttin und einer Leid wo immer sei, wo immer sei bleibt er um uns und so sind wir stets dabei die Welt zu haben kann sie gehen die haben wir Verrat! Verrat! Also, nur haben wir den Salat. Ja. Die Zitadelle ist in den Händen von der Bullen. Also, ich kann von lauter schnaufen, kann noch laufen. Ja. Und Herzog Adam hat befohlen, hat er beim leisesten Widerstand, hat er gesagt, nun unter Stadt bombardieren. Aber der Herzog steht doch hier! Nein, Oberst. Nein. Ich bin nicht der Herzog. Ich bin und bleibe der Bettelstudent. Herzoglicher Hoheit einen Rat geben dürfte? Simon, für deine mutigen Taten ernenne ich dich zum Grafen Rimanum. Und sie, Oberst Ollendorf, verurteile ich zu... Wie viel? Schwamm drüber. Oh. Schwamm drüber! Befreit das Land, geprüft das Land, der Kehle Spiel macht uns an Ziel, der Liebe macht alles vom Land, zu unserer List genug wer ist. Befreit das Land, geprüft das Land, der Kehle Spiel macht uns an Ziel, der Liebe macht alles vom Land, zu unserer List genug wer ist. Was vom Wald, der Kehle, was er sonst im Land, wir werden da, wir haben Segen von der Wand, wir werden da, in Sonntag kommen, dann ist was mit Ihnen, der Heil und der Ehe.
Thank you.